herzlich willkommen bei Performance Floor am Stand. Ja, unser Stand ist fertig soweit. Wir haben ja schon in der Vorbereitung gesagt, dass Car-Mass-Selfs und Performance 61 hier am Stand sein wird. Und ich würde sagen, ich führe euch einfach mal so ein bisschen durch unseren Stand durch, dass ihr auch das seht. Und wenn die Zeit bleibt, nehme ich euch mal mit auf eine kleine Rundtour hier auf der Retro Classic in Stuttgart. Von beiden sieht man schon Performance Floor mitten in der Halle 3. Wir haben uns richtig Mühe gegeben. Man sieht es dann hier an dem großen Schild mit einem Klick zum perfekten Auftritt. Und einfach der Musik immer nachfolgen, dann findet man ganz leicht zu uns. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf den Stand und gucken uns das jetzt genauer an. Und da sind wir auch schon wieder an unserem Stand. Wir haben ja dieses Jahr zwei Neuheiten, die wir hier auf der Retro Classic präsentieren. Zum einen ist es unsere Pro 48, die ihr vielleicht von Instagram, von unseren Stories schon kennt. Und zum anderen ist es ein neues Modell, das wir vorstellen. Und, eins habe ich vergessen, neue Farben haben wir jetzt nämlich auch. Wir haben jetzt Minze, Türkis, Pink, Gold. Habe ich das vergessen? Limette. Limette. Limette, ja. Limette, stimmt. Limette haben wir noch. Ja. Und Lila. Das heißt, auch da sind wir dann voll up to date, voll in den modernen Farben drin. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz das Schöne an dem Ganzen. Unsere neue Platte. Kommt mit. Nach euch, bitteschön, bitteschön. Es wird kuschelig eng hier drin. Das hier ist unsere Dunkelkammer. Jetzt kann man sagen, alter Performance, für was brauchen die eine Dunkelkammer? Sieht ihr aber gar nichts. Ihr kennt ja unsere Cap hier schon. Unsere fluoreszierende Cap, die im Dunkeln leuchtet. Deswegen haben wir gesagt, okay, ich mache mal hier die Tür zu. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen auch irgendwas machen, was mit Boden zu tun hat. Weil wenn ich jetzt das Licht ausmache, hier die fluoreszierende Cap kennt man ja. Ja, von allen Seiten schön fluoreszierend. Und im Hintergrund sieht man schon unsere Platten, die sind nämlich jetzt auch fluoreszierend. Das heißt, auch hier auf dem Boden kann man sehen, Ennis, schwenkt mal runter. Das heißt, ich habe leuchtenden Boden. Wie geil ist das denn? Das heißt, wenn ich irgendwie zum Beispiel ein Showroom habe, ich mache mal das Licht an, sonst seht ihr mich gar nicht mehr. Magic. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Showroom habt oder irgendwie sowas der Art und sagt, ey, das muss nachts richtig ballern, kann man ja mit unseren LED-Leisten arbeiten, die wir haben, die Expansionsteilen. Oder eben jetzt auch fluoreszierende Bodenplatten und natürlich da dazu die Cap. Mega, oder? Es geht noch weiter. Ich nehme euch gerade mit. Wir ziehen das jetzt an einem Stück durch. Da ist sie. Und zwar unsere Pro 48. Kennt man auch aus den Stories. Wir sind ja jetzt weltweit die einzigsten, die einen Klickboden fluoreszierend haben und sind auch weltweit die einzigsten, die ein Klickbodensegment geschafft haben. Ösen und Stifte. Ich weiß nicht, sieht man das so? Ja. Ösen und Stifte mit einem Zentimeter Breite zu machen. Das heißt, eine sehr, sehr starke Verbindung, gerade wenn ich im Showroom-Bereich bin oder in der Werkstatt, wo wirklich mit den Rädern immer wieder drauf rangiert wird, bin ich da jetzt auf jeden Fall zu 1000% safe. Bei der anderen bin ich zu 100, bei der hier zu 1000. Unsere Pro 48, schaut auch mal rein im Internet, da ist die auch. Und jetzt gibt es noch ein paar schöne Bilder von unserem Stand. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall. Und eins machen wir jetzt noch kurz. Da unten poppt was auf. Abonnieren. Jetzt warte ich einfach mal kurz, so lange, bis ihr da unten drauf gedrückt habt. Ja, da unten, abonnieren, genau. Super, Dankeschön. Bis dann, macht's gut mit einem Klick zum perfekten Auftritt.